fußballerisch ja, ein bisschen beschränkt, sage ich mal. Aber er wusste, wo das Tor steht. Jetzt geht's weiter mit der Kultelf. Heute mit Torben Marx. Torben hat jetzt gleich die Aufgabe, die Mannschaft zusammenzustellen, mit der er am liebsten nochmal kicken würde. Und ich bin sehr gespannt, wer da aus den drei Vereinen es in die Mannschaft geschafft hat. Dann würde ich sagen, leg mal einfach los anfangen? Im Tor. Ja. Also im Tor ist für mich ganz klar Marc-André Ter Stegen. Aha. Ich glaube, das ist nicht verwunderlich. Ich bin sportlich über alle Zweifel erhaben, würde ich sagen. Ich schreibe das mal hier hin. Ter Stegen. Da hatte man ein gutes Gefühl, oder? Wenn der hinten drin war. Ja, der ist einfach, der kam als ganz junger Spieler hoch zu den Profis. Und der war einfach so ehrgeizig und vom Beruf schon besessen. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten einen Mannschaftsabend in Düsseldorf, waren da was essen, ein bisschen mit Essen, Trinken. Und er war halt wirklich so, dass er gesagt hat, nee, ab 18 Uhr ist da nichts mehr und war dann eine halbe Stunde da und ist dann wieder gegangen. Okay, so, und das als junger Spieler, ne, kamen natürlich die Sprüche, aber ihm war das egal. Okay. So, und ja, auch im Trainingsplatz natürlich auch. Einfach wirklich alles das, was er jetzt erreicht hat, hat er sich auch verdient, muss man echt sagen. Und ich gönn's ihm auch und ich wünsche ihm natürlich, dass er noch viele, viele schöne Jahre vor sich hat. Okay, ja. Dann auf der linken Seite, linker Verteidiger, sage ich Philipp Dahms, mit dem ich natürlich auch lange in Gladbach zusammengespielt habe. Toller Mensch, sehr angenehm. War ja Kapitän auch, glaube ich. Genau, war lange Kapitän. Ja. Hat auch immer die Mannschaft in den Vordergrund gestellt, nie sich selber. Und hatte wirklich eine sehr, sehr ruhige Art, sehr angenehmer Teamkollege. Und eine sehr gute Elfmeterquote hatte, glaube ich auch. Sehr gut. Ich glaube, der hat nicht einen Elfmeter verschossen. Ja, ich weiß euch, also irgendwie. Also ich wüsste nicht. Muss man sich da als Gladbach-Fan keine Sorgen machen, wenn der den. Nee, das war, da waren wir uns immer sicher, dass er dann auch. Dass er auch trifft dann. Ja. Dann habe ich den Fußballgott Toni Janschke in der Innenverteidigung. Ja. Auf der halblinken Position. Mhm. Einfach, weil ich finde ihn als Menschen extrem cool. Mhm. Er weiß sich gut einzuschätzen, weiß, was er kann, was er nicht kann. Das sagt er auch ganz offen. Mhm. Und als Innenverteidiger fand ich ihn immer sehr, sehr zweikampfstark, kopfballstark, trotz seiner Größe. Ja, stimmt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen. Cool. Janschke. Dann habe ich auf der halbrechten Innenverteidigerposition den Josip Simunić aus Berliner Zeiten noch. Ja. Hast du im Training nicht mal was auf die Knochen bekommen? Doch, der war schon sehr, sehr zweikampfstark. Ja. Aber was mich bei ihm auch sehr beeindruckt hat, war einfach seine fußballerischen Fähigkeiten. Mhm. Also der konnte wirklich auch Tricks, wo kein anderer die in der Mannschaft konnte eigentlich. Okay. Der war links, rechts Fuß, Wahnsinn, hat man keinen Unterschied gemerkt. Der war echt total abgezockt, muss ich sagen. Mhm. Also war auch sehr bewundernswert. Eine härter Legende auch irgendwie in der Vergangenheit. Ich weiß nicht genau. Ja. Dann rechter Verteidiger habe ich den Arne Friedrich. Okay. Auch aus Berliner Zeiten. Ja. Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. Genau. Ja, ich habe ja so ein bisschen seine Entwicklung dann mitbekommen bei Hertha als Bundesliga anfangen und dann bis zum Nationalspieler hin. Ging ja bei ihm alles sehr, sehr schnell. Ja. Aber hat er sich auch verdient gehabt, weil er damals wirklich von seiner Schnelligkeit her, von seiner Zweikampfstärke. Ja. Und später ist er ja dann auch in die Innenverteidigung gerutscht. Aber war echt ein sehr, sehr guter rechter Verteidiger. Ja. Der dann auch das eine oder andere Mal nach vorne gegangen ist. Also da ist so ein bisschen auch was passiert auf der Seite. Das ist echt furchtbar, dass man mittlerweile, muss ich mal kurz sagen, auch an unsere Zuschauer, wenn man dieses Lied, dieses coole Lied von der WM 2006, dass man das nicht mehr mit Freude zitieren kann, weil dieser Sänger einfach so abgedreht ist. Danke für nichts an dieser Stelle. Ja. Dann habe ich auf der Sechserposition den Granit Xhaka. Ja. Ist ja, denke ich, auch ein Begriff. Ja, auf jeden Fall. Hat auch eine tolle Entwicklung hier in Gladbach genommen. Ist aus Basel hergekommen. Ja. Hatte sicherlich im ersten Jahr so ein bisschen Probleme mit der Anpassung. Aber dann ist er einfach auch als Persönlichkeit sehr gereift und fußballerisch war er sowieso immer sehr, sehr gut. War am Anfang so ein bisschen Paradiesvogel, oder? Ich kann mich noch. Ja, ich war ja noch ein sehr, sehr junger Spieler, wo er gekommen ist. Hat dann, glaube ich, auch
damals, weiß nicht, 8 Millionen oder so gekostet, Ablösesumme, was damals echt viel Geld war. Und ja, er kam aus Basel, war auch nochmal ein anderes Niveau, diese Liga. Ja. Und da hat er, glaube ich, gedacht, das geht so einfach weiter. Und dann Bundesliga ist halt was ganz anderes. Ja, klar. Aber dann hat er auch nach einem Jahr dann wirklich einen großen Sprung gemacht und ist dann wirklich zu einer Persönlichkeit auch gereift, auch auf dem Platz. Und hat dann ja auch echt einen guten Weg hingelegt. Hat er gerade den FA Cup für Arsenal gewonnen. Genau. Also er ist, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Danach, nehme ich mal mich. Weil ich glaube, dass ich in der Mannschaft ganz gut mitschwimmen kann. kann da, glaube ich, nicht ganz so viel falsch machen. Ja. Deswegen nehme ich mich mal. Dann habe ich auf der Zehnerposition den Marcelinho. Aha, ja, stimmt. Den Brasilianer, den Verrückten, auch aus. Also da passt Paradiesvogel eigentlich noch deutlich besser. Ja, ja, genau, weil sein Privatleben war immer ganz schön turbulent, sage ich mal. Er hatte ja auch aus Brasilien immer seine 5, 6 Kumpels, die er in Berlin hatte, wo er auch für die eine Wohnung gemietet hatte extra. Und ja, war dann halt wirklich Wochenende nur unterwegs. Ja. Auch in der Woche sicherlich ein oder andere Mal. Aber wenn er auf dem Trainingsplatz stand, dann ist er trotzdem auch marschiert. Im Training, nicht nur im Spiel? Der hat auch wirklich im Training Gas gegeben. Okay. Und in den Spielen war er natürlich außergewöhnlich, viele Tore gemacht. Ja. Ausnahmefußballer einfach, kann man sagen. Sehr, sehr torgefährlich. Dann nehme ich auf der linken Seite den Marco Reus. Auch ein guter Fußballer. Ja, sensationeller Fußballer, gerade auch in Gladbach natürlich überragend gespielt. Ich glaube, der Verein hat ihm auch viel zu verdanken, muss man sagen, weil er sehr, sehr viele wichtige Tore gemacht hat. Und auch in Dortmund hat er sicherlich eine gute Zeit. Leider zu oft verletzt, weil sonst, glaube ich, wäre er schon ein paar Mal öfter Fußballer des Jahres geworden in Deutschland. Ja. Aber echt, wenn er fit ist, gibt es, glaube ich, nicht viele in Deutschland, die besser sind. Ja, ich glaube, das kann man so unterstreichen. Ja, glaube ich schon. Auf der rechten Seite nehme ich den Sebastian Deisler. Ah ja. Mit dem habe ich auch in Berlin zusammengespielt, bei Hertha. Wie hast du ihn so menschlich erlebt? Ich kam sehr, sehr gut mit ihm klar. Ja. Habe aber dann auch mitbekommen, wo es dann, wo der große Hype dann losgegangen ist in Berlin. Da war er dann Basti Fantasti und so. Und da alle Hoffnung von Fußball Deutschland. Genau, ganz Fußball Deutschland hat die Hoffnung in ihn reingelegt. Ja. Und ja, dann habe ich auch mitbekommen, wie das dann mit dem Wechsel zu Bayern dann stattgefunden hat, mit dem, was in der Zeitung auch war, mit dem Handgeld. Ja, genau. Und das hat ihn alles schon sehr, sehr mitgenommen dann, weil er wollte eigentlich nur Fußball spielen, er wollte Spaß haben. Und das war halt einfach schade dann, dass er dadurch so einen, so einen Knacks bekommen hat. Ja. Ich glaube, auch dadurch sind so viele Verletzungen bei ihm dann entstanden, durch sein, durch das Mentale dann. Mhm. War sehr schade, aber fußballerisch muss ich immer noch sagen, einer der Besten, mit dem ich zusammengespielt habe. Okay, muss ich echt sagen. Ja, und vorne nehme ich den Torjäger Michael Preetz. Fußballerisch, ein bisschen beschränkt, sage ich mal. Aber er wusste, wo das Tor steht. Und als Mitspieler, gerade mit seiner Erfahrung, die er dann hatte, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und man wusste, wenn man ihm den Ball ordentlich hinlegt, dann wird er den auch treffen. Mhm. Dann wird er ihn verwerten. Und weil es in Berlin auch als Spieler schon eine Legende gewesen, jetzt als Manager. Habe sehr gerne mit ihm zusammengespielt, auch weil er menschlich, auch gerade er war ein älterer Spieler, auf die Jungen schon sehr Rücksicht genommen hat und sich darum gekümmert hat. Also, das ist meine Elf. Coole Mannschaft auf jeden Fall. Fatmir Wartar kommt beim nächsten Mal. Ja, der ist vielleicht Tribünenplatz. Und danke dafür. Danke euch fürs Zuschauen. Ich finde die Mannschaft sehr spannend und bis zum nächsten Mal. Das war die Kultelf mit Torben Marx. Alles dabei von Ter Stegen bis zu Michael Preetz im Sturm. Wenn ihr noch Bock auf weitere Videos habt mit anderen Kultkickern, die ihre Kultelf aufgestellt haben, dann klickt doch mal hier für Carsten Ramelow oder hier für Darius Wosch. Viel Spaß dabei.